Hi, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Young Boys Bern gegen Glasgow Rangers. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Es gibt nichts Größeres im europäischen Fußball als diese UEFA Champions League. Die wollen sie alle gewinnen. Diesen Titel wollen sie alle unbedingt holen. Das merkst du vom ersten Spieltag an. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Oh, oh! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten Sie sich kaum wünschen können. Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne noch mal an. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. Hier kommt also noch mal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier noch mal deutlich erkennen kann. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. James Tavernier. Auf außen ist Platz. Schöne Aktion. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann es gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Muss Einwurf geben. Ulises Garcia. Oro. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jack. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Macht er gut. Da ist Platz. Soleimani. Der Ball kommt hoch rein. Klasse gespielt, guter Steilpass. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Ah, den hätte er besser platzieren müssen. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung.
Schöne Vorlage im 16er. Hier nochmal gut zu sehen. Ja, er behält die Übersicht und setzt den Mitspieler perfekt ein. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, Zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. James Tavernier. Da verlieren sie den Ball. Das könnte die Chance werden. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges oder wird sich ärgern. Super dazwischen gegangen. Kann er was draus machen? Ball kommt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt die Ecke. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Gefährlich! Ja, der Schuss jetzt. Blockt den Schuss erstmal ab. Steven Davis. Sie verlieren den Ball. Guter Pass. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Und da ist das Tor. Der Ball geht ins untere Eck. Gut geschossen. Super Schusstechnik. Genau da sollte der Ball hin. Die sind richtig gut drauf, Freunde. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Klare Sache hier. Das 4:0 ist schon deutlich. James Tavernier. Da pfeift der Freistoß. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jack. Partie ist einseitig und wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht 4:0. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Starker Auftritt von ihm, er versucht es aus allen Lagen. Oh, oh. Sie machen das Tor schon in die... Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Und damit ist der Ball weg. Guter Pass jetzt.
Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Jack. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Lustenberger. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Gäste werden wechseln. Oho. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Oh, gefährlich. Das muss es sein. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Steven Davis. Da verlieren sie den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Pfosten. Der ist drin. Herrliche Kombination, da haben sie ihn perfekt freigespielt. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ich viel mit Auge. Jetzt ist es gefährlich. Da läuft er ganz frei aufs Tor und da klingelt es im Kasten. Das war heute schon sein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Sie verlieren den Ball. Da ist Platz. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt vielleicht. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Jetzt der Eckball. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Da geht er gut in den Zweikampf. Gute Aktion. In den freien Raum. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Zieht ab. Latte, aber die Chance lebt noch. Da können sie erstmal klären. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Das Gestänge ist im Weg, sonst wäre es das Tor gewesen. Aber das wird sie ärgern. Und jetzt ein Schuss. Der Pass, stark gemacht. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten.
Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Oh, oh. Das könnte sein. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Bisher ein unglaubliches Spiel von ihm. Er nutzt jede Chance. Sie müssen viel enger bei ihm sein. Ist natürlich leichter gesagt als getan bei seiner Qualität. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da ist Platz auf dem Flügel. Was macht er draus? Tolles Zuspiel. Noch ist die Chance da. Da ist er drin, ein tolles Tor. Da wehrt er den Ball noch ab und dann kommt der nächste Schuss und der ist drin. Unglücklich für den Torwart. Ah, ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und da gibt's jetzt den Einwurf. James Tavernier. Klasse Pass! Ja, könnte was werden. Super dieses Zuspiel. Und jetzt die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Das ist natürlich bitter für den Torhüter. Den ersten abgewehrt, aber dann klingelt es trotzdem. Ja, aber am Keeper hat es hier nicht gelegen. Seine Abwehrspieler haben ihn einfach im Stich gelassen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Und er geht am Gegenspieler vor. Jetzt vielleicht. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da sind sie. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Und nun ein Schuss. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Forechecking sein kann. Sie legen hier noch eins nach. Bis zum Ende spielen sie nach vorne und dann treffen sie kurz vor Schluss nochmal. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Schluss, aus. Der Schiedsrichter beendet diese Partie und das ist der Sieg. In Spiel 1 und damit können sie zufrieden sein. Noch ist nichts erreicht, aber die Zeichen stehen auf Erfolg. Und dann gucken wir mal, was das gibt in diesem Jahr. Und jetzt ein Schuss. Der Pass, stark gemacht. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht...
Oro. Das könnte sein. Wahnsinn, der passt. Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Was macht er draus? Tolles Zuspiel. Da ist er drin, ein tolles Tor. Da wehrt er den Ball noch ab, aber dann kommt der nächste Schuss und der... Ja, könnte was werden. Super dieses Zuspiel. Und jetzt die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute... Da ist die Flanke ins Zentrum. Da sind sie in höchster Not, bringen sie da den Ball doch noch weg. Und nun ein Schuss. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler. Und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht, wie...